Ja, ha, 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 weiter mit einer beliebigen Taste ploppte jetzt auf. Und deshalb stellte der Server langsam die Verbindung her. So, meine Damen und Herren, willkommen bei DTR Let's Plays oder LPs oder was ihr auch immer daraus interpretiert habt. Mit eurem charmanten TR Game Channel Moderator Tony, der euch jetzt den zweiten Teil des Dead Space Epos vorstellen wird. Und dazu kommt direkt mal eine kleine Anmerkung. Hoffentlich verkacke ich es nicht wieder. Eben ist meine Outer-City-Aufnahme ganz plötzlich abgestürzt. Und zwar bei diesem Spielstand hier, nämlich auf Hardcore, habe ich mir das hier alles gegeben, bis ich feststellen musste, dass das totaler Kokolores war, weil es überhaupt gar nichts bringt. Also ich kann zwar auf Hardcore spielen, aber das ist für ein Let's Play einfach nicht geeignet. Es ist zu stressig, es ruckelt dafür ein wenig zu sehr und vor allem, wenn man dann stirbt, dann muss man so ewig lang zurücklaufen und das kann man nicht aufnehmen. Und deswegen werde ich euch heute meinen Trick 17 zeigen, wie man Dead Space 2 auf Hardcore spielt, ohne es auf Hardcore zu spielen. Und dafür werden wir jetzt allerdings ein komplett neues Spiel beginnen. Hardcore! Du wirst nur die zum Überleben aller nötigste Gesundheit und Munition finden. Wenn du stirbst, startest du vom letzten Speicherpunkt neu. Du kannst nur dreimal speichern. So, manche haben vielleicht das kein Problem bemerkt, dass man nur dreimal speichern kann. Willkommen zurück, Nicole Brennan. Earth Eurasia. Ach ja, es ist übrigens gerade so auf klein HD. Und die Folgen werden wahrscheinlich auch klein HD sein. Aber dafür ist die Framerate stabiler als sonst. Eine Whisker Games Produktion von Electronic Arts präsentiert Dead Space 2. Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, ich melde mich später. Schon okay. Wie geht's dir? Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac, danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac? Isaac, hörst du mich? Ich melde mich so schnell. Isaac! Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben. Genau wie ich einen Kaffee. Von Ihrer toten Freundin erzählen. Schreiber, ich schwör's euch. Wie war doch gleich Ihr Name? Nico. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Kein Textmarker, ne? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac, kannst du mich hören? Was ist hier los? Isaac! Isaac, können Sie mich hören? Dana, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam. Wir holen sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Oh,
So, bevor das Spiel jetzt richtig losgeht, sage ich euch noch ein paar Sachen, die ich eben vergessen habe. Das Spiel ist nicht blind, ich habe es schon ein paar Mal durchgespielt, ansonsten könnte ich jetzt auch nicht auf Hardcore spielen. Und für die Leute, die meinen, boah, ich fand das voll geil, als du am Anfang geschwiegen hast, aber dann hast du die ganze Zeit geredet, das nervt voll. Das ist ein Let's Play und kein Walkthrough. Wenn du ein Walkthrough gucken willst, dann guck es dir im Internet woanders an. Aber nicht bei mir. Nein, niemals bei mir. Für die Leute, die nicht wissen, was in Teil 1 passiert ist, empfehle ich denen, das Let's Play zu Teil 1 zu gucken. Ich werde nicht auf was bei Let's Play 1 geschah klicken, weil ich damit natürlich auch für mich selber ein bisschen Werbung machen will. Könnt ihr ja wahrscheinlich nachvollziehen. Oder wahrscheinlich auch nicht. Aber egal, solche Kommentare lese ich mir liebend gerne durch. Hauptsache, wir kriegen mal welche. Und für alle, die gesagt haben, du warst am Anfang so ruhig, ist das jetzt ein Let's Play? Ja, es ist ein Let's Play. Und jetzt geht es los. Isaac Clark, wenn Sie mich hören, lauf! Was machst du denn da? In der Tür! So, und dann kommen wir auch gleich zu meinem Trick 17, mit dem ich euch dieses Let's Play ein wenig angenehmer gestalten werde. Und zwar klickt man auf Einstellungen, Schwierigkeitsgrad, Fanatiker, bestätigen. Ja, man kann auch theoretisch auf leicht klicken, aber das macht keinen Spaß. Und dann geht man einfach zum nächstbesten Speicherpunkt und überschreibt das Kapitel seiner Wahl. Den hier werde ich jetzt übrigens mal löschen, der geht mir nämlich jetzt schon auf den Sack. Ja, werde ich wirklich löschen. Und dann werde ich nämlich das mit dem hier überschreiben. So, und dann geht man nämlich wieder auf Einstellungen. Schwierigkeitsgrad auf Hardcore bestätigen und dann werden wir nämlich jetzt immer bei diesem Speicherpunkt neu starten. Die Hauptprobanden müssen terminiert und die Anlage von allen Spuren gesäubert werden. Das ist keine Übung. Tightman mit Sahne. Und hier sind irgendwelche Computer, die den ganzen Tag... Ach, da gibt es ja noch die Sicherheitszellen. Guck ich das mal. Das ist ja Glück. Tod, Tod. Überall. Keine Menschen mehr. Observatoriumsraum. Nur für autorisiertes Personal. Okay. Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Wieso erinnere ich mich nicht, wie sie aussieht? Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung.
Proband ist Nolan Strauss. Sitzel 158. Besser als wir uns nicht heraus. Während sie Framebolt verabschiedet. Wow. Kommen Sie mal entfernt viel. Ich erinnere mich an Sie. Ich heiße Isaac. Zeitmann, sagt er. Alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu! Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist rot. Sie ist rot. In dem Bandspind sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Auf zu Dr. Cox. Los. Nehmen Sie sie.